Das Turn- und Taxispalais in Frankfurt. Hier wurde richtig was gefeiert, denn die ehemalige Postzentrale hat ein neues Restaurant. Eröffnet haben das TNT diese beiden, Mo Rahimi und Sadi Sanlaf. Ja, wir haben jetzt 6 Monate lang umgebaut, haben wirklich sehr viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt, weil es ja ein denkmalgeschütztes Gebäude ist. Wir geben heute so einen kleinen Ausschnitt aus unserer Speisekarte schon mal. Die Bar ist natürlich schon eröffnet und heute eröffnen wir das Haus und die nächsten Tage werden dann zeigen, dass wir alles richtig gemacht haben und dann den täglichen Ablauf, dass wir den schön meistern können. Das Restaurant bietet neben einem Empfangsservice und einer Patisserie auch eine separat zugängliche Bar und eine Bibliothek. Besonderer Clou: Wer seine Brille vergessen hat, kann sich eine in Sehstärke im Restaurant leihen. Die Eröffnung der neuen Räumlichkeiten ließen sich mehr als 500 Gäste nicht entgehen. Wir sind glücklich, dass so viele Freunde, so viele Bekannte, so viele Kollegen und da sind. Die Gastgeber fuhren groß auf. Neben einem DJ und Animationstänzerinnen trat auch die Frankfurter Erfolgsband Snap auf, die mit I Got The Power in den 90er Jahren einen Welthit landete.